Guten Morgen allerseits heute mit dem Blick zum Wochen, zur Wochenmitte in die Märkte. Im Hintergrund steht es geschrieben, Schweizer Franken, japanischer Yen. Zeigt sich stark am Jahreshoch. Wirklich interessant, was dort oben passiert. Deswegen das heute, der Peak of the Day. Das heißt, da schauen wir mal ganz genau hin. Das ist auch Thema im aktuellen Blogbeitrag. Dazu heute von meiner Seite her mit auf der Agenda das Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar. Wir schauen auf die momentane korrektive Phase im Dow Jones, ne? SP 500 und ähm, der NASDAQ sind ja hier, huh, wie die Raketen abgegangen. Der DAO macht es momentan etwas anders. Er korrigiert auf hohem Niveau. Das heißt, das Geld fließt momentan wieder so ein bisschen in das Risiko rein oder in die risikoreicheren Anlagen. Die Technologiewerte wurden ja zuletzt immer wieder so ein bisschen gemieden. Aber da hat sich das Bild entsprechend auch gedreht von der Seite her haben wir hier eine bisschen veränderte Lage. Das Ganze gleich zuvor. Bitte jetzt die, die es kennen, aufs Like-Knöpfchen drücken. Die, die es noch nicht kennen, jetzt zur Maus greifen oder mit dem Finger auf dem Pad hier das Like-Knöpfchen drücken, damit die Welt sieht, was wir hier tun und auch die Guten entsprechenden Trading. Ideen und auch die Fragen in die Welt hinausbringen, weil Vorbereitung ist alles und wir brauchen natürlich jeden Morgen die Vorbereitung, um gute Trades zu finden. Der Risikohinweis darf an dieser Stelle auch nicht fehlen. Ich bitte, wie immer, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Hätten wir das? Und damit machen wir weiter mit der Tagesvorschau der Nachrichten. Es gibt heute nicht viele Nachrichten. Wir haben ein bisschen Öl auf der Uhr um 16.30 Uhr. Wir kriegen um 10 Uhr den Energiebericht, den Monatsbericht aus den USA und dann haben wir Reden seitens der Notenbanker und zwar um 16 Uhr spricht die EZB Präsidentin Lagarde und Paul haben wir dann um 18 Uhr und dann am Abend bei uns in Deutschland weit nach Börsenschluss haben wir das Facebook und das oder das Facebook so rum und dieses Facebook das schauen wir uns natürlich ganz genau an am Freitag, denn das ist für die Fett extrem wichtig, sie schaut da ganz genau hin und da dürfen wir natürlich nicht fehlen. Wir müssen auch wissen, was in den USA los ist, wie sich die Lage entwickelt, gerade auch im Hinblick auf die Erholung an den Märkten und bei der Preisgestaltung, die wir hier sehen. Denn das ist ja etwas, das belastet den Markt schon, eine stark ansteigende Inflation. Zuletzt sind da die Sorgen wieder etwas geringer geworden. Wir haben es ja gestern gesehen, die Inflationsdaten in den USA. Da ist jetzt nichts Überbordendes passiert. Wir können mal ganz kurz noch schauen in, in dem Wirtschaftskalender von gestern rein. Die aktuellen Zahlen korrekterweise haben wir hier gestern bekommen. Die Verbraucherpreise, es ging in den USA der Vormonat waren 1,3 Prozent, erwartet sind 1,5 gewesen, es waren dann am Ende 1,6, also da galoppiert nichts davon. Von der Seite her entspannt das so ein bisschen auch die Lage, aber die Inflation steigt natürlich an und das darf man natürlich nicht vergessen. Es ist halt immer nur die Frage, wie stark entwickelt sich das Ganze und, ja, sage ich mal. Wie lange hält das Ganze an? Das ist das, wo der Markt sein Risiko äh, so ein bisschen abwägt und man sieht halt auch die ganze. Sache, ich schaue gerade mal eben noch nach äh, bei den Rates in den USA. Die haben sich, ja, die bewegen sich immer so im höheren Bereich, aber die kommen momentan auch ein ganzes Stück zurück. Wir waren ja im Hoch bei 1,75. Äh, hier die Rates aktuell bei 1,625 in den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Äh, und das heißt, das gibt so ein bisschen Entspannung. Und diese Entspannung spürt man dann natürlich auch an den Märkten. Das ist das, was wir heute hier auf der Nachrichtenseite, auf der Uhr haben, die wichtigsten. Bitte aber immer auch für die. Eigenen Währungspaare, die gehandelt werden, mal checken, ob es da nicht den ein oder anderen, ähm, ja, sage ich mal, News-Impact geben kann, den man gerade im Kurzfristbereich mit auf der Uhr haben sollte. Wir gehen jetzt in den Stereo-Trader obendrauf, natürlich wie äh, immer mit dem Markttechnik-, also MTON-Live-Signal hier. Hier sehen wir noch den Euro, der seine Korrektur zwischenzeitlich deutlich aufbaut. Hier sehen wir, der Aufwärtstrend ist jetzt entsprechend auch wieder da. Wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend. Im Euro wird es dann sehr, sehr spannend. Was wir oben sehen am letzten Level, also knapp unter der Marke von 1,20, das werden wir sicherlich hier an dieser Stelle immer wieder mal besprechen. Bleibt also auf der Uhr, aber unser Fokus gilt jetzt ein paar anderen Werten. Und zwar starten wir mal hier in die Währung. Und zwar Schweizer Franken, japanischer Yen. Im großen Bild, ich mache es mal ganz kurz hier, was wir hier im großen Bild sehen, können wir uns ganz genau anschauen. Hier an dieser Stelle sehen wir ganz genau das Ganze hin. Oben drauf, Schweizer Franken, japanische Yen im Wochenchart. Warum nehme ich das heute auf die Uhr als Peak of the Day ähm, hier an dieser Stelle ganz klar? ganz schnell zu sehen. Wir sind hier oben in einem wichtigen Widerstandslevel, als wir hier vor einigen Wochen, wann war das gewesen? Das ist gewesen im ähm, Januar, im Februar ist es gewesen. Haben wir diesen Bereich hier oben schon mal ganz kurz angelupft und sind dann wieder runtergefallen? Und was hat sich dann als tragbarer Boden ergeben? Wir sehen es hier in diesem Bereich, die Marke von 116,20. Das ist die Unterseite, die hält sehr, sehr schön. Wir haben ja in diesem Sinne auch eine gewisse Range, die wir da haben. Aber viel, viel wichtiger ist das Verhalten der Marktteilnehmer auf dem jetzigen Level. Denn wir sehen es hier hinten, das war schon in der Historie immer ein wichtiger Bereich, wo der Markt nicht wirklich drüber gekommen ist. Jetzt scheint aber so also ein bisschen stärker auch aufzukommen. Das heißt, wir verkaufen nicht gleich nach dem ersten Versuch wieder komplett ab. Ne? Wir sehen es ja hier, hier sind wir reingelaufen und abverkauft, reingelaufen, abverkauft, vorher abverkauft, hier reingelaufen, abverkauft. Aktuell sieht es nicht nach so einem massiven Abverkauf aus. Das heißt, sollte es der Markt tatsächlich schaffen, hier oben drüber über die 118,50 nachhaltig drüber zu laufen, dann ist der Weg offen. Und wenn wir mal schauen, bis wohin, wenn wir mal dieses kleine Zwischenhoch hier drüben um die Marke von, was haben wir hier, 119,30 ähm, mit äh, so ein bisschen ähm, auf dem Schirm haben, danach ist der Weg halt frei. Und der nächste Anlaufpunkt, der nächste größere Anlaufpunkt wäre dann hier oben, ähm, dieses Zwischenhoch um die Marke von 124. Da ist sehr viel Luft und das ist doch sehr, sehr interessant. Äh, und das passt auch ins Bild von dem, was wir hier sehen, wenn wir mal die letzte. Korrekturtiefe tiefe sehen und diese einfach mal oben drauf packen, so ganz grob, knapp hier bis unten rein sind wir gelaufen. Und wenn wir das mal oben drauf setzen, schaut's, da geht's schon mal deutlich über die 122 drüber, alleine aus dem Potenzial dieser Tiefe hier. Und das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr interessante Geschichte, die man hier durchaus auf der Uhr haben darf in diesem Bereich mit. Ne? Das ist im Kleinen beziehungsweise im großen Bild. Im kleinen Bild habe ich hier noch ein bisschen was anderes eingezeichnet, eins skizziert. Da gehen wir mal eben in den 4-Stunden-Chart. Äh, denn im 4-Stunden-Chart äh, haben wir noch ein, ein etwas anderes Bild auf der Uhr. Und zwar das andere Bild, was wir hier auf der Uhr mit haben müssen, äh, ist ganz klar die Tatsache, wir müssen uns mal anschauen, wie diese Bewegung hier von unten nach oben ausschaut. Ne? Das heißt, wenn wir uns mal eben noch mal kurz den Wochenchart hier zur Brust nehmen. Wir sind von unten Moment, ich lösche mal ganz kurz hier noch die größeren Teile raus, die wir jetzt hier für die Besprechung in der kleineren Zeiteinheit nicht brauchen, hier an diesem Punkt 1, 2 raus damit. Also was wir hier an dieser Stelle sehen, ist mal ganz klar. Wir sind von unten vom Supportbereich um die 116,20 wirklich schön oben raufgelaufen. Und Das ist eine schöne, starke Bewegung hier. Die sieht im Tageschart auch sehr stark aus, aber auch da sieht man den Trend nicht so sauber. Deswegen gehe ich hier nochmal eine Zeiteinheit runter in den 4-Stunden-Chart hinein, denn da können wir genau sehen, wie sich der Markt sozusagen hier drinnen entwickelt hat, äh, um das Ganze an dieser Stelle durchaus für die Trading-Szenario zu ähm, mit einer kurzen Durchatempause mal anzuschauen. Das heißt, hier im 4-Stunden-Chart sehen wir es, der Markt trendet hier sehr, sehr schön nach oben. Wir sehen sehr, sehr schön die entsprechend steigenden Hochs und Tiefs. Hier oben die Hochs, hier unten die Tiefs. Und das ist echt interessant an dieser Stelle. Das heißt, hier in diesem Punkt oben rein läuft der Markt gut durch. Wichtiger Marke hier unten die 118,15. Da sind wir hier über dieses Zwischenhoch ausgebrochen. Dann gab es einen Luftton und dann ging es dynamisch hoch. Wir haben hier gestern schon mal gelupft unten drunter. Und da ist es jetzt für die weitere, äh, sage ich mal, Trade äh, bzw. Kursentwicklung wichtig, was hier an dieser Stelle passiert. Denn das Potenzial nach oben ist ganz klar, das ist da. Aber man hat auch immer das Risiko, dass es hier noch mal zu einem Rückschnapper kommt, denn ähm, dieser Auf auf Schub hier, dieser Bewegungsarm zur Oberseite hin, ist erstmal nur ein Arm zur Oberseite hin. Was fehlt, ist sozusagen dann noch der gesamte, ähm, ähm, das gesamte Konstrukt sozusagen, um einen Trend zu gewährleisten, auch auf Tagesbasis. Das heißt, was wir hier jetzt sehen, ist nur der erste Schub nach oben. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir dann auf Tagesbasis sowas sehen hier, dass sich dann ein neuer Trend zur Oberseite hin bildet. Und das kann durchaus jetzt schon passieren. Und deswegen kann man auch das Abreißszenario kurzfristig mit auf der Uhr haben. Das heißt, sollten wir tatsächlich hier unter die 118,15 fallen, haben wir die Unterseite auf der Uhr. Und da gibt es zunächst erstmal eine größere, wichtigere Marke. Und zwar ist das dieses ehemalige, sage ich mal, kleine Widerstandslevel hier um die 117,55. Da sehen wir dran, runter, dran, runter. Also da hat der Markt eine Weile gebraucht. Dann ist er drüber und dann ist es zum Support geworden. Und das ist die erste wichtige Marke hier. Ansonsten können wir uns sehr, sehr schön auch hier an den Zwischentiefs entsprechend ähm, orientieren. Das heißt, die Lows, die hier gekommen sind, und das wären dann mal hier die 117,62. Dann haben wir hier die 117, knapp 17. Hier dann den Drehbereich, wo auch hier drüben so ein bisschen, ähm, äh, sag ich mal, äh, Marktbeachtung gefunden wurde. Die Marke von 116,93 äh, und dann hier das Tief um die 11641 hier unten, bevor dann schon der Support da ist. Das ist durchaus ein gangbares Szenario und sollte sich der Markt tatsächlich entscheiden, kann man das als klassische Regression zu diesem Arm nach oben hin sehen und das ist die Chance, die hier kurzfristige Trader durchaus auch ergreifen könnten, wenn der Markt jetzt nicht direkt oben durchschiebt, sondern noch mal so eine leichte Kontraktion macht und das ist das, was wir hier oben dann auch sehen. Das heißt hier geht so ein bisschen in die Korrektur rein, also auch hier zeichne ich das Bild noch mal ganz kurz ein, äh, was wir dann haben, denn das wäre dann auch das Bild, was gut in die Woche passen würde, schöne Aufwärtsdynamik bis zum Hoch, dann eine kleine Korrektur und dann die Bildung eines Aufwärtstrends auf Tagesbasis. Das würde dann wirklich ein sehr sehr starkes Bild ergeben. Ne? Das heißt hier der erste Weg hier der, die Korrektur und dann zur Oberseite rauf. Das wäre Echt eine geniale Geschichte, die man dann durchaus mit zeigen kann, und das wird sich jetzt hier um die Marke von 118,15 gut und gerne entscheiden. Dann trendet nämlich der 4-Stunden-Chart ein bisschen nach unten, kann sich hier die entsprechenden Drehpunkte suchen und dann haben wir gute Chancen, wenn es dann wieder in die obere Richtung läuft, dass wir hier einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis kriegen. Und dieser Aufwärtstrend auf der Tagesbasis würde dann direkt ins Bild hier zum Aufwärtstrend der Woche passen und das Potenzial nach oben noch einmal deutlich erhöhen. Das quasi zum Schweizer Franken, japanischen Yen. Wenn wir übrigens Fragen haben, Gerne rein in die Chats. Ne? Ich sehe heute hier noch nichts, relativ leer. Das Ganze hier, wer eine Frage hat, rein damit gehe ich gerne auf die Wunschmärkte entsprechend ein. Wir machen weiter mit dem Währungspark euro kann Dollar. Ähm, da haben wir eine sehr, sehr interessante Story auf der Uhr gerade. und zwar hatte ich gestern äh, eine Unterhaltung ähm, mit, äh, mit, mit, mit dem Martin, ähm, der sagte, Mensch, ich würde hier den Wert gerne nochmal short äh, äh, sage ich mal, besprechen und ich habe so gesagt, ab ah, das hier so eine gute Idee ist, den Wert jetzt schon short, äh, auf die, auf die Short-Richtung zu nehmen. Äh, ich sehe den Wert eher long und da sieht man entsprechend mal, dass es durchgeht. Durchaus verschiedene Handelsansätze hier gibt der Euro dollar hat durchaus das Potenzial in die Short-Richtung zu fallen, aber und da kommt jetzt wieder so ein bisschen das ins Spiel. Was wir hier äh, ja jeden äh, Morgen oder häufiger mittlerweile machen, dass wir uns mal einfach die, äh, die Währungsfutures auch anschauen. Ähm, und da sehen wir sozusagen hier momentan den Euro ein bisschen nach oben kommen, also die, 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 die stärkere Geschichte sozusagen äh, hier mit laufen. Das heißt, ne, hier haben wir den Euro, der ist schon, der sieht schon von der Art und Weise her ein bisschen stärker aus als äh, das. Äh, wo haben wir es jetzt? Den kan Dollar hier unten. Der kan Dollar. Ist hier, sage ich mal, nicht wirklich so stark wie der Euro. Der Euro ist doch sehr dynamisch jetzt nach oben raufgekommen und das spricht ein bisschen dafür, dass der Markt jetzt hier im euro dollar eher die Oberseite sucht, weil der Euro momentan schwerer wird. Die Frage ist, was macht der Euro oben an der um den Markt von 1,20? Dreht er dort wieder rum oder nicht? Sollte er hier die 1,20 oben rausnehmen? Das wäre wirklich sehr, sehr wichtig, denn dann würden wir hier durchaus möglicherweise den Schub über diesen kleinen Widerstand bei, ähm, bei 1,9. Ne, was haben wir hier bei 1,50, 47 also dieser Drehbereich, beziehungsweise das Hoch hier oben bei 1,50, 70 bekommen, das ist halt die positive Sache und da äh, sehen wir halt an dieser Stelle eines, wenn wir uns mal diesen Abwärtsschub hier nach unten anschauen, sehen wir, dass wir hier oben um die Marke, was haben wir hier, Moment, ich muss mal ganz kurz hier was rauslöschen wir hatten hier das Zwischenhoch im Abwärtstrend. Hier, schaut mal, das ist der Abwärtstrend. Und das Zwischenhoch im Abwärtstrend hatten wir hier um 149,77 liegen. Und da ist der Markt halt drüber gegangen, hat hier so ein bisschen korrigiert und will jetzt wieder hoch. Und die äh, Sache für die Longseite ist die, wenn es der Markt tatsächlich schafft hier über dieses Zwischenhoch, was wir hier oben gehabt haben, an der Marke von 150, 33 nach oben zu schieben, das ist dann natürlich genau der Punkt, äh, wo man sagt, okay, wenn das tatsächlich kommt, dann haben wir hier einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis und der hat dann durchaus Potenzial, auch ein ganzes Stück weit höher zu laufen, hier oben äh, in diesen Bereich rein, auch mal locker über die Marke von 1,52. Äh, ähm, und das ist die Long-Geschichte. Das heißt, hier sollten wir ganz genau im Blick haben, was hier oben passiert, das Widerstandslevel hier haben wir ja besprochen, und das ist der Punkt, den wir uns gerne mal im vier stunden chart noch anschauen können. Denn hier sehen wir es schon: ne? hier schön, das ist die dynamische Aufwärtsbewegung, das die Korrektur. Und hier oben wird sich jetzt entscheiden: kriegen wir Schwäche rein, dann eher, dass der Markt wieder so ein bisschen nach unten läuft. Kriegen wir allerdings die Stärke rein, läuft der Markt hier oben drüber? Dann haben wir gute Karten, oben rauf zu laufen. Und wenn wir es dann auch noch schaffen, hier diesen Bereich von 1,50, 70 rauszunehmen, wenn dort die Käufer reinkommen, dann haben wir gute Chancen, ein deutliches Stück... In die Gegenbewegung auch reinzulaufen. Und das muss man dann an dieser Stelle wirklich sehr, sehr stark sehen. Also, das ist jetzt momentan so der Drehbereich. Und das ist auch immer so das Spekulative in diesem Sinne, wo der Euro gerade steht und wo der Kand-Dollar gerade steht. Und das Thema Öl ist im Kand-Dollar ja auch immer eine, 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 eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da äh, fließen verschiedene Dinge zusammen und wenn man hier, äh, sage ich mal, die richtigen Stellschrauben stellt und das Ganze auch für seinen eigenen Trading-Ansatz ähm, ähm, nutzt, dann wird man sehr schnell merken, dass dieser Bereich, der hier oben ist, durchaus das Potenzial hat, kurzfristige Bewegungen aufzulösen. Das heißt, nach oben hin haben wir es gerade besprochen, nach unten, wenn der Abprall von oben tatsächlich kommen sollte, das wäre auch keine schlechte Handelsidee. Auf der Unterseite, denn die kurzfrist die ganz kurzfristigen, die schauen sich dann erstmal die Aufwärtsbewegung hier an. Also sozusagen diesen Bewegungsarm, den wir hier an dieser Stelle haben und im Kurzfristbereich wäre, das sollte hier oben. Tatsächlich ein Abprall kommen. Wir sind ja schon mal rangelaufen, wieder runtergegangen. Sollte hier der Abprall kommen und dann schauen wir mal in den 15-Minuten-Chart rein, dann sehen wir es halt, wo kleine Anlaufpunkte auf der Chart-Unterseite sind für die kurzfrist -Trader. Und das wären dann halt hier unten diese Mark. Also, wenn wir aus jetziger Sicht hier unter die 1,49,90 fallen würden, wären dann die nächsten Anlauflevel mal hier unten dieser Drehbereich um die 149,68 bzw. 149,60 in etwa. Hier, 1, 1,49,68 und 1,49,60, die Zwischentiefs, und dann können wir das Ganze noch weiterziehen hier unten auf die wichtigen Schwungbereiche. Und dann haben wir hier beispielsweise dieses Level um die 1,49,38 bzw. Entschuldigen, 1,49, ähm, 43, beziehungsweise dann hier an den Zwischentiefs, die dann wichtig sind, die 1,49 knapp 15 und dann kommen wir schon unten am Low raus hier an dieser Stelle, grob bei 1,48, was haben wir da, gute 90 und wenn wir uns das mal dann in den 4 stunden chart anschauen, stehen wir halt hier unten am Zwischentief und wenn es dann nach unten rutscht, geht es aus der kleineren Sache eine Nummer größer, weil dann haben wir wieder den Gegentrend in den Vier Stunden, der dann wieder in Richtung der übergeordneten Situation hier läuft und dann verstärkt sich wiederum das Bild, dass der Markt hier oben doch schwach wird, es keinen Aufwärtstrend gibt und dann haben wir hier die Abwärtsbasis und dann können wir uns wieder zur Unterseite sozusagen in äh, die Startposition bringen und das Ganze haben wir tatsächlich jetzt hier. Das heißt die Verortung hier wieder mal exponiert an einer ganz ganz wichtigen Stelle und das ist ein Punkt, wo man durchaus gut auch hinschauen könnte hier an dieser Stelle im Euro Candle und damit gehen wir zu den Indizes. Das heißt heute mal hier den Dow mit auf der Uhr zu haben ist eine gute Geschichte, denn wir sehen es hier, wenn wir uns die US-Märkte mal Anschauen wollen. Ich scroll mal kurz hier rüber. Wenn wir zu haben, hier der SP 500, der strebt nach oben, der läuft übers Allzeithoch schön drüber, schiebt sich Stück für Stück nach oben. Das Ganze hier im US-Tech, das heißt auch hier sehen wir es auf Wochenbasis, sind wir über die Vorwoche drüber gelaufen, kaufen momentan das Allzeithoch und wenn wir hier mal. In den Tag auch reingehen, sehen wir, wie schön stark sich die Dynamik aufwärts entwickelt und dass der Aufwärtstrend, den wir jetzt hier auf Tagesbasis haben, hier, da ist er, der ist wieder voll intakt, schön oben rein. Potenzial aus der technischen Sicht ist jetzt nahezu ausgereizt, aber es spricht ja nichts dagegen, dass so ein Markt auch deutlich weiter läuft. Wir laufen jetzt auch in die Berichtssaison rein. Also, es bleibt sehr, sehr spannend. Wir haben hier viel Potenzial und mit diesem Blick schauen wir uns jetzt gerade mal eben den, äh, den Dow Jones an und den sehen wir nämlich hier oben in einer Art, naja, flach. Formation. Und das ist echt eine interessante Story, denn aus aktueller kurzfristiger Sicht ist es schön zu sehen, äh, dass sich der Dow tatsächlich hier über diesem kleinen Ausbruchslevel momentan hier hält. Also hier dieser Bereich um die 33.560, 70 rum in diesem Drehbereich. Ich ziehe mal hier noch was hoch. Also hier äh, dieser, dieser Bereich 3.500. 80, wo haben wir den Ausbruchsbereich hier? Wir müssen mal kurz schauen. Das ist das Level äh, 33.520, war das hoch hier. Also hier, das war der Ausbruchsbereich. Und das sehen wir, da kommt im kurzfristigen Bereich jetzt immer wieder so ein bisschen Kaufinteresse rein. Das ist ein Stärkezeichen. Und das wäre halt auch ein gutes Zeichen, ein gutes Signal, wenn der Markt hier tatsächlich auf der Oberseite ähm, nur ganz, ganz flach korrigiert. Hier, das sehen wir auch auf der Stundenbasis, wenn ich das mal ganz kurz reinbringen darf. Hier an dieser Stelle. Ne? Hier ging es nicht deutlich hoch, aber es geht momentan auch nicht deutlich runter. Wichtig ist jetzt, dass dieses Level hier hält. Ne? Hier, dass wir da nicht unten drunter fallen. Sollte das allerdings passieren, ich mache es mal ganz kurz auf. Schaut mal, hier haben wir den Bewegungsarm nach oben. Wenn wir hier tatsächlich drunter rutschen, hätten wir dann. Als nächstes den Anlaufbereich hier an den entsprechenden Zwischentiefs. Ne? Und da hätten wir hier an dieser Stelle grob die 33.340. Das ist auch etwas über dem Ausbruchsbereich. Dann logischerweise hier das größere Ausbruchslevel. Ganz klar, das darf man entsprechend hier auch nicht vergessen. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das hier rüberkriege. So, einmal mal dorthin. Dieses Level hier. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist das Ausbruchslevel oben raus, die 33.228. Da dürfen Durchaus Kaufinteresse auch kommen und dann haben wir drunter schon die Marken hier am nächsten Swing Low um die äh, 32.970. Also, das sind so die Level, äh, die wir hier im DAU auch auf der Uhr haben, aber momentan sieht es einfach nicht so aus, als wenn der Markt zur Schwäche neigen möchte. Wenn das tut, haben wir hier aber definitiv auch ein paar Ansätze, wo wir durchaus die Unterseite mal kurz mit befeuern können, die dann an dieser Stelle natürlich ankommt. Und dann schauen wir eben an dieser Stelle nochmal auf den DAX mit drauf hier. Hier haben wir den deutschen Leitindex und der ist auch richtig, richtig stark. Hier an dieser Stelle gehen wir mal ganz kurz ähm, auf die Situation ein und da sehen wir hier auch eine schöne, ein schönes Verharren auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Hier an dieser Stelle also auch das ist eine ausgedehnte Seitwärtsphase, die wir hier am Allzeithoch haben. Der Markt schlängelt sich so Stück für Stück nach oben und das ist in diesem Kontext hier äh, doch durchaus ein Stärkezeichen. Das heißt, der Markt korrigiert hier über die Zeit und nicht über die Preisleiste. Das Ganze ist doch eine sehr, sehr starke Sache, dass hier oben wirklich kein Verkaufsdruck aufkommt, sondern eher der Markt so Stück für Stück nach oben möchte. Und das ist natürlich ein, 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 ein sehr, sehr wichtiger Fakt, den wir hier haben. Und die Flagge auf der Oberseite, die wir hier haben, ich lege sie mal ganz kurz rein, die sehen wir hier ganz klar. Und wenn da der Ausbruch zur Oberseite kommt ähm, aus der korrektiven Phase, jetzt, also wir hier über das Hochlaufen, ich klemme da auch gleich mal noch eine Leiste dran, hier oben das Hoch dieser Kerze, das haben wir liegen bei, wir schauen kurz nach, äh, 15.326 Zählern. Wenn wir da tatsächlich oben drüber gehen, ja, dann haben wir hier an dieser Stelle die gute die Rallye zur Oberseite hin fortzusetzen und dann den Markt nach oben raus rauszutraden. Und das ist wirklich sehr, sehr gut aus charttechnischer Sicht, dass wir hier oben verharren. Ein Schwächezeichen wäre natürlich der Bruch unten drunter. Das heißt, wenn der Markt hier unter die Tiefs laufen sollte, unter die Marke von deutlich 15.150 Punkten hier, dann hätten wir erst einmal den nächsten Anlaufbereich. Und zwar wäre das das Ausbruchslevel, was wir hier haben, um die Marke von 14.800 Punkten. Also, das wäre ganz genau dieses Level hier, als der Markt dort auf das neue Allzeithoch dort aufgebrochen ist, die Reise sozusagen hier deutlich nach oben fortging, Trendfortsetzung hier in diesem, wir haben das hier besprochen, das war die Flagge, wo wir schön ausgebrochen sind und hier der Ausbruch übers Allzeithoch, also sehr sehr interessant, was hier an dieser Stelle passiert. Auch hier ein starker Markt und das ist durchaus interessant auch für die Zukunft. So hätten wir das an dieser Stelle ähm, auch besprochen, den Blick in den DAX haben wir auch da. Das das heißt, an dieser Stelle sind die wichtigsten Werte besprochen, die wir hier und heute und jetzt auf der Uhr haben. Fragen habe ich heute an dieser Stelle keine. Das heißt, hier sage ich vielen, vielen Dank auch für heute wieder, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen früh wieder pünktlich um 8.30 Uhr hier zur Besprechung der Märkte. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Wer es noch nicht getan hat, jetzt aufs Like-Knöpfchen drücken und bis morgen früh. Planen Sie den Trade, traden Sie den Plan, dann läuft es erfolgreich und wir besprechen morgen früh pünktlich um 8.30 Uhr die nächsten Märkte. Ich freue mich drauf. Bis dahin allen gute Trades. Tschüss.